Hallo. Bestimmt kennst du die prächtigen Geweihe von männlichen Rothirschen. An der Zahl der Enden zu beiden Seiten kann man ablesen, wie alt ein Hirsch ist. Jedes Ende entspricht einem Jahr. Ist das wahr oder falsch? In diesem Video geht es um Rehe und Rothirsche. Wir werden uns Lebensweise, Fortpflanzung und die Geweihbildung anschauen. Außerdem wirst du den Zwiespalt zwischen dem Zufüttern im Winter und dem Schießen von Wild kennenlernen. Bei einem Ausflug in den Wald können dir Rothirsche, Dammhirsche und Rehe begegnen. Am leichtesten kannst du sie an den Geweihen der Männchen unterscheiden. Rehe haben kurze, spitze Geweihe mit maximal. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com